Nach vielen Wochen der Vorbereitung war es endlich soweit. Der 15. Oelsnitzer Lauftag startete bei perfektem Wetter. Das Wochenende zuvor hatte es nur geregnet, doch nun strahlte die Sonne. Aus allen Richtungen kamen die fleißigen Helfer und gemeinsam machte es Spaß, alles aufzubauen und für den Tag vorzubereiten. Wir waren alle gespannt, wie viele Läufer würden unser Angebot annehmen. Nach dem eher verhaltenen Start nach Corona im letzten Jahr hofften wir auf mehr Teilnehmer. Mal sehen. Unser Vereinschef gab allen nochmals wichtige Infos. Und nach einem Kaffee konnte es losgehen. Die Anmeldung startete und Läufer kamen einer nach dem anderen. Toll. Es machte Spaß, die Startnummern auszugeben und sich miteinander zu unterhalten. Die meisten Teilnehmer kamen aus der näheren Umgebung. Aber es gab auch Läufer aus der Ukraine und eine junge Frau, die derzeit in der Schweiz lebt. Auch altersmäßig war von ganz jung bis reif und richtig fit alles vertreten. Eine schöne Überraschung war eine Reiterin, die an der Strecke entlang ritt und freundlich grüßte. Nach dem Startschuss wurden die 5 und 10 Kilometer Läufe nacheinander gestartet. Alle Teilnehmer wurden im Ziel beglückwünscht und erhielten eine Medaille. Spontan schloss sich noch ein Kinderlauf an, da genügend Kinder da waren, die auch gerne mitlaufen wollten. Nach Auswertung des Zieleinlaufs der 10 Kilometer wurden die Podestplätze nach Altersklassen vergeben. Für den 5 Kilometer Lauf gab es diesmal keine Wertung. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, die viel Spaß und Freude bereitet hat. Ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren und geholfen haben. Wir möchten uns auch bei denen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass alles so stattfinden konnte. Angefangen bei der Bereitstellung des Grundstücks bis hin zu denen, die die schönen Pokale entworfen und gefertigt haben. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren sowie den Grillmeistern. Das Essen war köstlich. So cool.